Willkommen zurück zu SteamWorld Dig 2. Wir haben beim letzten Mal doch einiges an Backtracking betrieben, haben dabei aber auch einiges an Zeug gefunden. Und es gibt bestimmt noch so ein paar Sachen, die man hier suchen könnte. Genau, wir hatten hier diesen einen Punkt. Den sollten wir vielleicht ganz kurz nochmal ansteuern, denn da sieht man, da ist mehr oder weniger Boden, der nicht vollkommen dargestellt wird. Also da muss noch irgendwo ein Weg sein. Da ist immer so ein bisschen Lava, da könnte man maximal nochmal gucken. Aber ich denke, wir werden es jetzt für heute nicht mehr allzu sehr übertreiben. Gucken diesen einen Punkt uns an und dann springen wir, denke ich, hier wieder nach unten. Und gucken, wie man da nach unten weiter vorankommt. Eine wichtige weitere Sache, die ich ganz kurz anmerken möchte. Und zwar, wir haben ja hier die Möglichkeit, diese Artefakte bei dem Kollegen abzugeben. Laut der Übersicht, wenn man das sein Safe State oder sein Safe Game ladet, sollen angeblich 42 Artefakte in dem Spiel sein. Wir haben 19. Heißt also, da wird scheinbar noch einiges auf einen zukommen, was man da vielleicht bekommen kann. So, wir hatten Geld ausgegeben, wir haben unsere Cox vergeben. Ideal. Gucken wir mal ganz kurz, hier müsste es sein. Lass wir hier ganz kurz gucken. Da ist eine Stelle, wo man rauskommen soll. Das ist natürlich wiederum interessant. Und es ist nicht so, als würde man hier jetzt auf den ersten Blick irgendwelche Punkte sehen. Gucken wir mal wirklich bei der Lavastelle da hinten. Und wir werden allgemein einfach mal so, au, das wollte ich jetzt auch nicht, weil ich mir hoffe, dass es nicht passiert, gucken, ob es hier nicht irgendwelche Stellen gibt, wo man vielleicht noch irgendwo reinkommen kann. Die gleich kaputt gemacht. Au. Ja, da muss ich zugeben, ein bisschen zu aggressiv natürlich hier. Nicht unbedingt das Interesse daran, zu warten, bis irgendwelche Tropfen runterfallen oder ähnliches. So, die Dinger kann man ja alle kaputt machen. Man müsste eigentlich so wirklich kaputt machen. Einfach nur, um zu testen, ob irgendeiner von denen irgendwie mitspielen würde. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Ja, das gleich machen wir hier. Ansonsten, wir sind Level 12. Das heißt, da brauchen wir auch nochmal so ein kleines bisschen mehr. Deswegen, man geht das natürlich jetzt hier wirklich hin. Überprüft jede kleinste Ecke, während man die ganze Zeit in der Lava steht. Oder sich davon treffen lässt. Hm. Das ist natürlich so ein bisschen enttäuschend, denn man würde ganz gerne da irgendwie hinkommen. Jedenfalls sollten wir mal gucken, wenn man hier schon ist, was hier oben vielleicht auf einen warten könnte. Okay, da haben wir bisher keine Möglichkeiten hinzukommen. Ansonsten sollten wir ebenfalls herausfinden, den hatten wir bewegt, oder? Ja, da hatten wir das gemacht. War hier nicht noch ein weiterer Bereich, wo irgendwas war? Genau, hier war einer. Und da haben wir noch nicht weiter geguckt. Lass uns dann da nochmal hinspringen. Ich weiß, wir werden das jetzt ein bisschen, oder wir ziehen das jetzt hier alles ein bisschen in die Länge. Warum komme ich denn hier oben hin? Das ist zu weit weg. Oh, da ist nicht so einfach hinzukommen. Alles klar. Uppala. Hier ist nämlich Zeug. Oh boy. Ach so, ja genau, jetzt haben wir endlich diesen Punkt erreicht, den wir immer vorher gesehen hatten, aber nie erreichen konnten. Alles klar. Okay, das hat sich dann definitiv nochmal gelohnt. Lass uns einmal ganz kurz an die Oberfläche gehen, einfach nur um, also dass wir, falsche Taste, oder frühzeitig die falsche Taste, eher gesagt. Ach Quatsch. Das da unten bringt noch alles nichts, okay. Dann brauchen wir ja auch gar nichts großartig weitermachen. Alles klar, alles klar. Und dann gehen wir jetzt hier nochmal einmal hier rüber. Ja, das ist der beste Punkt. Und gucken, ob da nicht irgendwas auf einen warten würde. Denn da ist zum Beispiel noch ein Weg, den man einschlagen kann. Sollen wir hier oben gleich nochmal gucken? Denn mittlerweile versteckt man ja hier scheinbar dann doch ganz gerne was.
Noch hier ganz bewusst, ob sich nicht irgendwas hier verbirgt. Da sind... Okay, hier muss man einfach nur das so machen. Also erkunden lohnt sich. Ja, mittlerweile haben wir die Möglichkeit zu sehen, wo sich Sachen verstecken. Hier ist ein Weg, okay. Das ist natürlich auch immer wieder interessant, wenn man so vereinzelte Blöcke sieht, die man zerstören kann. Wie hier zum Beispiel, da erwartet man irgendwie schon eigentlich, dass hier was wäre. Ich denke, es ist genau richtig, hier auch alles dann zu zerstören. Okay, also wir haben hier direkt noch keinen Weg, wie wir reinkommen sollen. Lassen wir mal trotzdem ganz kurz hier auf der anderen Seite gucken. Genau, hier habe ich nämlich einfach aus irgendeinem Grund Sachen am Leben erhalten. Wo es dafür keinen Grund gibt. Okay, also da können wir in die Mitte noch irgendwie rein. Ich gehe mal davon aus, dass das sogar ein Bereich sein könnte, der wichtig wäre. Sieht man, da sind irgendwelche Plattformen, da ist ein Knopf. Vielleicht kann man sich hier irgendwie auf natürliche Art und Weise runter oder reinarbeiten. Immer so ein bisschen sicherheitshalber arbeiten. Die Musik wurde so ein bisschen retro-mäßig. Hier gerade so diese Ecken. Immer ganz wichtig zu überprüfen. Wir haben hier einen. Okay, ist natürlich jetzt hier ein bisschen doof. Aber sicher ist sicher. Da ist ein Schalter. Achso, okay. Das ist natürlich dann relativ simpel, solange man hier logischerweise erstmal hinfindet. Noch kein Zeitlimit oder ähnliches. Okay, hier ist, glaube ich, ein Sicherheitscheck, dass man hier nicht so schnell durchkommt, wenn man nicht den verbesserten Grappling-Hook hat. Da unten ist eine Möglichkeit, irgendwo hinzukommen. Okay. Das war irgendwie zu erwarten, dass das hier nicht alles so einfach passiert. Hier sind gleich mehrere Wege. Das machen wir ganz kurz als erstes. Wir gehen noch mal ganz kurz nochmal nach oben. Ich weiß, es ist dämlich, weil wir nicht für viele Gründe nach oben gehen. Aber ein bisschen Licht auffüllen, ein bisschen Wasser auffüllen, das Zeug, was wir gefunden haben, verkaufen. Wenn auch es nicht viel ist. Wir kriegen 85% Bonus mittlerweile. Das ist ordentlich. Okay, lass uns ganz kurz hier die Bereiche noch ganz kurz erkunden, damit wir alles ein bisschen besser sehen auf der Minimap. Dass sich hier vielleicht nicht irgendwo was verbirgt. Okay, zwei Bereiche, die wir vorher betreten müssen. Chamber of Arrows. Oh boy. Okay. Da oben ist Licht gewesen. Interessant. Okay, also hier müssen wir im Endeffekt einen Rhythmus hinkriegen. Und hier sollte man rennen, alles klar. I see. Haha, gerade so gerettet. Okay, hier sind aber wirklich so ein paar Sachen, wo man so ein bisschen aufpassen muss. Wir warten noch eine Rotation ab. Sehr gut. Okay, sehr gut. Da
unten ist einer. Da ist irgendwas, wo man hinkommen kann. Okay, lass uns einmal das so machen. Einmal so. Da ist irgendwie ein Punkt. Genau hier unter uns. Wie kommt man an den ran? No, okay. Ich wollte gucken, ob gerade dieser eine Weg da zwischen diesen beiden Symbolsteinchen das ein Weg sein soll oder ähnliches. Guck natürlich trotzdem immer so ein bisschen, warum sind hier solche Sachen so angebracht worden? Okay. Wir werden natürlich diesen einen Punkt antreffen, wenn das schon so auf der Minimap angezeigt wird. Okay. Doch, das hat zu erwarten eigentlich nichts gebracht. Das Merkwürdige ist natürlich, dass hier so überhaupt keine Pfeile jetzt mehr auftauchen. In einem Tempel mit so einem Namen. Okay, danke. Ich bin davon aus, dass es hier dann der Witz ist, dass wir dann auch so auf den Weg wieder zurück müssen. Oh boy, I see, ja. Oh, great. Oh boy, okay, okay. Ow. Ow. Oh boy. Oh boy, okay, also das ist aber wirklich schwer zu realisieren, was man hier machen muss, weil es kommt, es passiert einfach. Es passiert einfach. Also das war ehrlich gesagt super nervig. Also auf den ersten Blick nicht zu sehen ist, wann aus welcher Richtung was verballert wird. Okay, lauf, 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 lauf. Mich regt immer noch auf, dass ich nicht weiß, wie ich an diesen eine Sache da rankommen kann. Na, no, warum hat er jetzt nicht nach oben geschossen? Immer so Kleinigkeiten. Deswegen, man guckt, man findet aber keinen Weg. Irgendwie sagen könnte, man könnte da durchkommen oder ähnliches. Doof. Ja, also, wir müssen jetzt hier irgendwie einfach erahnen, wie man da drin überleben soll. Okay, zum Beispiel hier geht's meines Erachtens noch. Wups, den wollte ich jetzt nicht bekommen. Okay. Deswegen hier, ich stehe jetzt hier oben, woher soll ich wissen, dass die auf einmal. Ha, okay. Das hat sich jetzt irgendwie kürzer angefühlt als beim letzten Mal. Interessanterweise. Ha. Jetzt sind wir hier in der Zwischensache angekommen. Okay, also die werden uns jeweils zu einem Bereich führen, wo man eine dieser Klappen öffnen kann. Alles klar. Na, das ist natürlich angenehm. Okay, logischerweise, wir sind zu clever. Kehren einmal schnell zurück. Um unsere HP wiederherzustellen und ja, von mir ist auch schnell zu verkaufen. Macht keinen Unterschied, ob wir jetzt einmal verkaufen oder warten, bis wir die Taschen voll haben.
Doch, der einzige Unterschied ist, dass wenn wir draufgehen, dass wir unser Zeug nicht alles verlieren, was wir vorher gesammelt haben. Ich denke, das ist mit der wichtigste Punkt. So, Chamber of Wheels. What? Okay, wir haben also mal wieder dieses Minispiel, alles klar. Also auch hier werde ich dann vermutlich gleich wieder Sachen anfangen dürfen zu schneiden. Weil sie dann doch zum Teil durchaus knackig sein können. Okay, I see. Okay, mehr Licht ist schick. Okay, das, was auf dem Minimap jetzt angezeigt wird, farblich, ist der Minecart selbst. Oh boy. Oh boy. Ich sehe einige Sachen, die wir hier machen müssen. Mal ein bisschen vorher gucken. Ich meine, das ist klar, wir brauchen den dafür. Ich kann den da runterschubsen, den da runterschubsen. Das sollte eigentlich richtig sein. Die Frage ist, was brauche ich hier jetzt genau? Hier ist was. Also gehe ich als erstes hin und schieße zwei von denen darüber. Einfach um herauszufinden, was sich dort verbirgt. Alle hopp. Exakto. Nope. Alle falschen Tasten gedrückt, die ich haben kann. Okay, sehr schick. Auch hier für die Zukunft nützlich. So, ich denke, klar, das können wir jetzt erstmal wieder kaputt machen. Hier muss man aufpassen, ob ich noch nicht weiß, warum wir den bräuchten. Achso, ich muss diesen Weg nehmen. Alles klar. Das ist dann zum Beispiel auch hier die Spawn erst, wenn man sie sehen kann. So, damit ist klar, wir wollen... Au, ne? War falsch, den ich nicht erwartet hätte. Damit können wir den so bekommen und da jetzt rüberballern. Wunderbar, das war jetzt nicht so schwer. Interessant ist nur, dass hier weiterhin was angezeigt wird. Ich weiß nicht, ob das halt einfach nur wirklich das Licht in dem Fall sein soll. Weil es ist genau da, wo das Licht wäre. Ist hier irgendwas, was man hätte anders machen können? Ich sehe zumindest nichts auf den ersten Blick, also gehen wir mal weiter. Sehr schön. Damit haben wir jetzt die Möglichkeit, da rein zu marschieren. Aber erneut gehen wir jetzt hier hin. Füllen uns auf. Wir haben nichts diesmal gefunden. Oh doch, wir haben hier was. Nice. Das müssten jetzt bedeuten. Splint 21, genau. Blueprint for my stack. Sharpened Edge. I'll give you another one for 28. Also 7 weitere in dem Fall bräuchten wir. Die extra Damage to Enemies. Das klingt gar nicht mal falsch. Und vor allem, wir haben 4 von denen gesammelt. Nice. Dann nutzen wir die doch einfach gleich so. So, interessanterweise... Uns fehlt der Haken bei den Dungeons auf der linken Seite. Das ist wirklich diese eine Stelle, ne? Muss ja fast wirklich dann diese eine Stelle sein. Device of Devastation. Mhm. Und damit haben wir noch einen von denen kaputt gemacht. Beunruhigend. Okay. Wir haben uns jetzt hier durchgearbeitet. Jetzt fehlt uns wirklich nur noch eine Stelle, wo wir weitermachen könnten, und das wäre hier. Und dafür brauchen wir Level 14. Was wir aktuell noch nicht haben. Okay.
Und ich gehe mal wirklich davon aus, dass das dann vielleicht wenn das gleiche Schema beibehalten wird, uns zu dem dritten und vielleicht letzten bringen würde von diesen Dingern. Da erinnere ich mich nämlich auch daran, dass man die Devices im ersten Teil schon hätte vorher finden können, bevor man die Aufgabe bekommt, und das war dann auch ein Achievement oder ähnliches. Hi, what's up, buddy? Nope. Das ist die Idee gewesen. In einem Schlag, dadurch, dass wir extra XP von denen bekommen, ist das nur hilfreich. Okay. Fangen wir mal an. Basteln uns hier nochmal so einen weiteren Weg durch. Und jetzt. Ups, Alarm. Ich dachte, ich stehe genau drunter. Okay, es geht weiter nach unten, aber auch hier seitlich rein. Das ist zum Beispiel hier immer so ein bisschen interessant zu beobachten, wenn hier so eine kleine Kabuchte ist. Dann eine kleine einzelne, ohne irgendwas anderes. Ich denke, es ist klar, ich will mich hier nicht einfach runterfallen lassen. Bin ja nicht doof. So, von hier aus kann ich da nicht ran. Interessant. Muss also einen anderen Weg einschlagen. Wir sind so clever. Bleiben erstmal hier. Yes, wie immer. Wie immer. Immer schön auf der Höhe bleiben. Death ahead. Ja, bei. Wenn wir hier auch Wasser. Okay, wenn genau darunter was ist, dann ist es natürlich weniger interessant. Oh, sweet. Ja, wir gehen sofort wieder nach oben. Einfach nur um. Ja, keine Resources zu verschwenden oder zu verlieren, falls irgendwas schief läuft. Okay. Es geht da weiter nach unten, aber auch hier weiter nach links. Okay, hier auch wieder was, das man nur von der anderen Seite öffnen darf. Monster Face Splash, ja. Also ich denke, hier war es so einfach, weil man gesehen hatte, da ist irgendwas. Dementsprechend überprüft man gleich die Ecke. Das war ein Ticken zu simpel. Ich habe immer so viele Sachen zu finden, ist schon merkwürdig. Okay, ich denke, es ist relativ offensichtlich, dass wir hier jetzt noch nicht sofort reinmarschieren werden. Denke ich. Aber wenigstens hier diesen Bereich öffnen. Einfach nur, um das vielleicht für die Zukunft angenehmer zu haben. So, ja, ich denke, wir gehen tatsächlich jetzt dahin und gucken, was das hier drüben bedeutet. Weiß nicht, wie klar es ist, da schon voranzurücken. Warning, do not enter. Hey, there's probably nothing dangerous down there, right? It looks safe enough to me. Why don't we just smash that wall and see what's down there? Hehehe. I'm thinking this place has been walled up for a reason, and you're not the one that will be smashed to bits when we hit the bottom. Ah, where's the sense of adventure? Und hier ist etwas, das wir so nicht daran kommen. An die Penis-Resources dahin kommen wir auch nicht ran. Ich meine, es wäre vermutlich richtiger, trotzdem erst mit der Story zu folgen, bevor wir irgendeinen anderen Blödsinn starten. Also machen wir das auch. Wie gesagt, ich hätte ganz gerne natürlich versucht, irgendwie Level 14 zu erreichen, um sicherzustellen, dass wir in der Luft uns den Weg hier durchsprengen könnten oder ähnliches, aber hey. Mysterious Cave, ey. So, hier oben ist nichts. Da oben ist aber was. Wenn man da auf die Minimap guckt, da ist Zeug. Ich komme da leider nicht hin.
Deswegen, ist einfach zerstört. Ja, immer sofort reagieren. Da unten ist wieder was. Oh, da unten ist wirklich wieder was, ja. Okay, gucken wir mal ganz kurz hier. Den Weg freiräumen. Das ist alles leicht creepy hier. Wird das Zeug zum Beispiel respawnt, alles klar. Oh boy, hier, das Zeug, das ist ja wirklich hier von einer komplett anderen Art. This is it. The entrance to Vectron. Alright, let's enter the thing. I told you, I'm not going in there with you. I don't want to. Even if I did, I wouldn't be able to. Not through a portal like that. But I said I would get you in there. If there's a chance that Rusty's in there, I have to go. Then you must go, I guess. Ha. Die Seite zum Beispiel kann man auch nichts. Aha. Kann von der Seite aus es nicht zerstören. Hm. Das macht das Ganze natürlich durchaus interessant. Lass mal ganz kurz nochmal so ein bisschen umgucken. Genau, von da oben bin ich runtergeplumpst. Sieht aber nicht danach aus, als würde es hier irgendeinen extra Weg geben, den man jetzt bereits hier so einschlagen könnte. Oh, ist auch nicht der Fall, dass man hier irgendwo was aufdeckt. Und wie gesagt, da komme ich nicht hoch. Hier ist nichts. Hm. Also hier ist mehr versteckt, als man vielleicht erwartet. Okay. Dann probieren wir auch mal den anderen Weg. Why not? Ich meine, wir haben immer die Möglichkeit, falls irgendwie Boden kommt, uns immer mit dem Grappling Hook darunter zu ziehen. Das heißt also, wir sollten in den meisten Fällen nicht draufgehen. Richtig? Here we go. Oh boy, I see. Nee, not really, actually. Uns fehlt hier was. Man wird also irgendwas bekommen können, um hier zu hovern. Denn ich habe keine Möglichkeit zu hovern hier. Ja, okay. Damit haben wir so ein bisschen geschissen. Denn ich kann auch nicht Portal of Pardon einsetzen. Um mich hier irgendwie zu retten. Ja, ich muss nämlich auf dem Boden stehen. Und es ist mir nicht gegönnt. Wow. Ich hatte erwartet, dass hier irgendein, vielleicht ein gefährlicher... Wie habe ich mich hier gerade hochgezogen? What? Hm. Okay, also... Das war natürlich jetzt hier so ein bisschen schade. Aber gut. Dann würde ich sagen, sind wir mal heute so frei. Wir werden ein bisschen frühzeitiger zum Ende kommen. Wir werden vielleicht gucken. Sollten wir auf irgendwas sparen? Ich denke, wir sollten hier sparen. Das werden wir tatsächlich 14 erreichen, dass wir das auch sofort ausgeben können. Aber wir könnten vielleicht gucken, ob es nicht irgendwas gibt, was mir vielleicht jetzt hier noch schnell einschaltet. Reduce Damage Taken. Reduce Fall Damage könnte vielleicht nicht doof sein. Da weiß ich nicht, wie das funktioniert. Jetzt Restore a bit of health, but discarding resources now. Push this enemy further. Okay, also hier ist meines Erachtens nicht allzu viel am Start. Einzige Sache, die man wirklich vielleicht überlegen könnte, ist das hier. Oder das hier. Aber ich weiß nicht, wie viel wir tatsächlich sterben werden. Oh, whatever. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich. Und bis dann.